Ja, schmücke dein Heim. Das sind die Returns des sogenannten Hobby-Spielers. Haben wir ja immer einen dabei bei jedem Vorgabeturnier, ganz seltsam. Lassen sich ungeniert Punkte vorgeben. Weil sie mal ein Jahr oder zwei Jahre passiert haben, oder bei ihm mögen es sogar vier sein. Aber was der hier schon für Bälle geschlagen hat, da schlagerst du mit den Ohren. Und der arme Janik Wilsch vom CVDM und Asbach, der muss schauen, ob er da irgendwie klar kommt. Tisch 2, Göbel gegen Akkulut, Schreibung mit Ruhe, Akkulut. Ja, nun sind wir so 1-1. Nguyen heißt er wohl, wie fast alle Chinesen. Oder wie alle Deutschen, die Schmidt oder Müller heißen, wie auch immer. Janik Wild spielt sehr, sehr stark. Also er hat sich unglaublich stabilisiert für meine Verhältnisse. Er war ja immer ein Hop- oder Top-Spieler und hat dann zwei Riesen gespielt und dafür drei relativ leichte Fehler gemacht. Das ist lange nicht mehr so. Man kann den Ball richtig sicher im Spiel halten. Fehlerquote ganz gering. Und hat aber trotzdem seine guten Aufschläge. Und B natürlich Vorhand wie du kannst. Ziemlich gute Schüsse. Unangenehmer Vorhand-Topspin. Aktuell immer so einmal die Nummer 1, einmal die Nummer 2 bei CVDM unter Asbach. Wechselt sich damit Ferdinand Kisslinger ab, der natürlich ein bisschen gehandicapt. Über ein Jahr aus dem Rennen durch Bänderriss oder was immer das auch war. Muss ich da erst wieder reinbeißen. Nein. Also das sind zum Teil schon natürlich völlig unerwartet echte Granaten, die der vietnamesische Spieler hier so rauslässt. Ja. Da muss man auf der Hut sein. Müsste klappen. Ja, so, was wollte ich? Alle. Ja. Und da kriegt er doch den Ball auf die Kante. Braucht. Ganz wichtig jetzt. Ja, komm jetzt eine. Ja, der Glück, aber nicht ganz unverdient unter diesen Umständen. Und führt mit 2-1. So ganz nebenbei natürlich dieses weiße T-Shirt ist auch nicht gerade das, was sich der Schiedsrichter unter Sportkleidung vorstellt. Aber wie gesagt, das war noch krasser, denn bis vor einer Viertelstunde hat man gar nicht gemerkt, dass er mit einem einfarbigen Schläger angetreten ist. Beide Seiten gleiche Farbe. Seitdem spielt er mit einem Leihschläger. Sieben Punkte muss der Janik ihm vorgeben. Ja, und wenn der drauf ist, dann sind es 8.
Aber wie ich schon sagte, vor 3 Jahren hätte Janik da meines Erachtens keine Chance gehabt, weil die 4 Leichtsinnsfehler, die hat er immer mal gemacht. Jetzt spielt er sehr, sehr konzentriert. Im Spiel vorher hat diese Wiedenermesse übrigens seinem Gegner Aufschläge um die Ohren gedroschen. Das war absolut unglaublich. Aber das war mir klar, dass das bei Janik Welsch natürlich nicht funktionieren kann. Denn der hat richtig gute A-Klassen-Aufschläge. Da sind eine Menge sehr gute A-Klassen-Spieler schon froh, wenn sie damit einigermaßen klarkommen. Das macht er zwar richtig, dass er da hopp oder top drauf geht. Wenn da von 4 einer kommt, dann ist das eine gute Quote. Aber bislang. Ja, da war schon so einer. Ein bisschen leicht angelupft. Dann kommt der ganze Schnitt zurück. Naja, und ich hab's verschrien. Ich hab's leider verschrien. Zack. Macht er wieder den er vorher im Spiel vorher ohne Ende gemacht hat. Ja, einfach mal so ein richtig klasse Aufschlag. Push. Hobbyspielermäßig. Ja. So, jetzt noch 2 gute Aufschläge, dann ist ja nicht durch. Matchball zum 3:1. Ja! War das noch Hauptrunde, ja, ne? Also, der Zinnober geht hier weiter. Mit Leuten, die diesen den ganzen Füßchen-Hobbyspieler dann jede Menge Punkte vorgeben müssen. Ist nicht lustig. Janik hat's gemanagt.